Ich grüße mein geliebtes Amerika. Hier spricht Ihr Präsident, John Henry Eden. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und nicht nur im Radio. In diesem Moment patrouillieren Enklaventruppen durch das Ödland der Hauptstadt. Diese guten Männer und Frauen unter dem Befehl des tüchtigen Colonel Augustus Ortem haben eine Mission: Amerika Frieden und Ordnung wiederzubringen. Aber hören wir, was er selbst zu sagen hat. Ich präsentiere allen Amerikanern Colonel Augustus Ortem. Danke, Mr. President. Menschen des Ödlands der Hauptstadt, ich bin Colonel Ortem. Mittlerweile sind Sie in Ihren Städten und Siedlungen den Enklaventruppen begegnet. Wenn Sie die Enklave sehen, sehen Sie die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir wurden autorisiert, Gesetz und Ordnung wiederherzustellen, egal wie. Stehen Sie nicht im Weg und lassen Sie unsere Arbeit tun. Wenn Sie sich der Mission der Enklave entgegenstellen, wird man kurzen Prozess machen. Sehr gut, Colonel, sehr gut. Da sehen Sie es, liebe Bürger. Die Enklaventruppen sind jetzt bei Ihnen. In Ihrem Leben, in Ihrem Herzen. Zusammen werden wir den Ruhm dieser großartigen Nation wiederherstellen. Nach und nach. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören. Hallo, großartiges Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. In letzter Zeit denke ich über etwas nach, mit dem wir uns alle identifizieren können. Etwas, das fraglos und eindeutig amerikanisch ist. Ich beziehe mich natürlich auf unsere großartige landesweite Lieblingsbeschäftigung, Baseball. Zumindest hatte dieser Sport einmal diesen Status. Ganz recht, Amerika. Bevor der Atomkrieg uns verwüstet hat, hatte jeder Bundesstaat sein eigenes Profi-Baseball-Team. Stellen Sie sich einen perfekten, wolkenlosen Tag vor. Die Sonne ist warm und einladend. Und am Horizont erscheinen Sie wie Ritter aus alten Zeiten, bewaffnet mit Schlagstöcken aus Asche und Hickory-Holz. Ihren Namen? Die Kongressabgeordneten der Hauptstadt. Ihr Zweck? Es Amerika zu ermöglichen, die Freude des Sports und des Sonnenscheins zu genießen. Und wenn auch nur für einen Nachmittag. Und jetzt fragen Sie sich, was, wenn die Kongressabgeordneten der Hauptstadt wieder am Leben wären? Was, wenn sie sich wieder mit Baseballteams aus Pennsylvania oder Maryland messen könnten? Legen Sie Ihr Glück in die Hände John Henry Edens, großartiger Amerikaner, und der Baseball wird auferstehen. Komfort, Entspannung, Wettbewerb, all das werden wir wieder erleben. Dieses Land wird wieder leben. Denken Sie darüber nach, was ich Ihnen gesagt habe, liebe Hörer. Schon bald wird diese großartige Nation wiedergeboren, mit der Enklave als Erlöser. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören.
Dies ist Radio Enklave mit Ihrem Gastgeber, mit mir, Präsident John Henry Eden. Hallo, wunderschönes Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Als ich ein Kind war, das im ländlichen Kentucky aufwuchs, hatte ich den besten Freund, den ein Junge haben kann, meinen lieben alten Hund Honey. Ach, all unsere Abenteuer. Wir reisten von Knob Creek bis Ochsenville, sorgenfrei und mutig, verantwortungslos und unzertrennlich. Für mich als kleinen Jungen war die Welt damals perfekt. Ich frage nun Sie, auf wie viele Ihrer Kinder trifft das Gleiche zu? Wie viele Jugendliche dieser Nation sind wirklich glücklich und sorgenfrei? Wir kennen doch alle die Antwort, oder? Amerikas Kinder führen ein schreckliches, bedeutungsloses Leben. Es gibt keine Hoffnung, keine Fröhlichkeit. Doch das wird sich ändern. Genau hier, genau jetzt. Ab sofort haben die Kinder dieser großartigen Nation die höchste Priorität. Die Enklave wird alle Schulen wieder aufbauen, alle Jugendprogramme fortführen und Rat sowie finanzielle Hilfen für bedürftige Familien anbieten. Wir werden den mittellosen, verwaisten Kindern des Ödlands der Hauptstadt qualifizierte Erwachsene zur Seite stellen. Wir werden die amerikanische Familie so wieder aufbauen, wie sie war, wie sie sein sollte. Die Werte unserer Vergangenheit sollen das Fundament unserer Zukunft sein. Jetzt heißt es Abschied nehmen, aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich grüße mein geliebtes Amerika. Hier spricht Ihr Präsident, John Henry Eden. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen, die unsere Hoffnung auf Frieden, Ordnung und Sicherheit zerschlagen wollen? Diesen Radikalen sind Sie völlig egal. Diese Leute kümmert Amerika nicht. Sie interessieren sich nur dafür, sich selbst die Taschen zu füllen. Wir müssen mit diesen Hetzern abrechnen. Und dann sind da die Raiders. Diese anarchistischen Schläger durchstreifen die Wüste und stehlen und ermorden alles, was ihnen über den Weg läuft. Und dann diese stählernde Bruderschaft. Lassen Sie sich nicht von Ihrem pseudo-ritterlichen Unsinn oder den Verbindungen zur Armee zum Narren halten. Diese gepanzerten Pfadfinder sind lediglich gemeine Kriminelle mit Zugang zu antiquierter Technologie. Kriminelle, die die Verwegenheit hatten, das Pentagon, die wichtigste Militäreinrichtung des Landes, als persönliches Vereinsheim zu beanspruchen. Nicht zu vergessen, die Leute, die die stählerne Bruderschaft verlassen haben, gebrandmarkte Ausgestoßene. Sie sind im Exil sogar noch gefährlicher. Was ist mit den Sklavenhändlern von Paradise Falls, den furchteinflößend verstrahlten Ghulen von Underworld? Und schließlich mit den schrecklich entstellten Supermutanten, die die gesamte Innenstadt von DC überrannt haben. Gesetzlosigkeit, Schrecken, Mord, sie sind allgegenwärtig. Dessen bin ich mir bewusst. Aber nicht mehr lange, geliebtes Amerika. Nicht mehr lange.
Die Enklave wird in dieser großartigen Nation Frieden, Ordnung und Wohlstand wiederherstellen. Und wer gegen uns ist, wird entfernt. Für immer. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, lieber Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören. Hier spricht Präsident Eden. Und Sie hören Radio Enklave, die Stimme Amerikas. Hallo, großartiges Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und nicht nur im Radio. In diesem Moment patrouillieren Enklaventruppen durch das Ödland der Hauptstadt. Diese guten Männer und Frauen unter dem Befehl des tüchtigen Colonel Augustus Ortem haben eine Mission, Amerika Frieden und Ordnung wiederzubringen. Aber hören wir, was er selbst zu sagen hat. Ich präsentiere allen Amerikanern Colonel Augustus Ortem. Danke, Mr. President. Menschen des Ödlands der Hauptstadt, ich bin Colonel Ortem. Mittlerweile sind Sie in Ihren Städten und Siedlungen den Enklaventruppen begegnet. Wenn Sie die Enklave sehen, sehen Sie die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir wurden autorisiert, Gesetz und Ordnung wiederherzustellen, egal wie. Stehen Sie nicht im Weg und lassen Sie unsere Arbeit tun. Wenn Sie sich der Mission der Enklave entgegenstellen, wird man kurzen Prozess machen. Sehr gut, Colonel, sehr gut. Da sehen Sie es, liebe Bürger. Die Enklaventruppen sind jetzt bei Ihnen, in Ihrem Leben, in Ihrem Herzen. Zusammen werden wir den Ruhm dieser großartigen Nation wiederherstellen, nach und nach. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, lieber Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören. Dies ist Radio Enklave mit Ihrem Gastgeber, mit mir, Präsident John Henry Eden.
Hier spricht Präsident Eden. Und Sie hören Radio Enklave, die Stimme Amerikas. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Die Freiheit ist eine schnell wachsende Pflanze, wenn sie erst einmal Wurzeln geschlagen hat. Hallo Amerika, hier spricht John Henry Eden, Ihr Präsident. Es gibt Dinge, über die wir miteinander sprechen sollten. Wir leben in einer Zeit der Armut, Gier, Gewalt, Zerstörung. Ja, der Sitz der Bundesregierung, Washington D.C., wurde zu etwas heruntergewirtschaftet, was heute Ödland der Hauptstadt genannt wird. Das Ödland der Hauptstadt. Wie konnte es dazu kommen, Amerika? Wie konnten es deine Anführer zulassen, dass die mächtigste Nation der Erde stirbt? Die Antwort ist recht einfach. Inkompetenz. Inkompetenz in den obersten Rängen der Macht. Wir haben Trotteln unser Vertrauen geschenkt. Unsere starken Führer hatten alles, was sie wollten. Macht, Reichtum, Ansehen. Das machte sie faul. Und Faulheit führt zu Dummheit. Liebe Amerikaner, ich werde sicher nicht die Fehler meiner Vorgänger begehen. Wenn John Henry Eden ein Land aufbaut, baut er es dauerhaft auf amerikanische Art. Hat mein geliebtes Amerika das denn nicht verdient? Eine Zukunft ohne Krieg, Angst und schreckliche Unsicherheit? Natürlich hat Amerika das verdient. Als Präsident versichere ich Ihnen, ich werde nicht ruhen, bis auch alle das haben, was sie verdienen. Einen Ort, den man wirklich als Heimat bezeichnen kann. Jetzt heißt es Abschied nehmen, aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Thank you.
Ich grüße mein geliebtes Amerika. Hier spricht Ihr Präsident, John Henry Eden. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. In letzter Zeit denke ich über etwas nach, mit dem wir uns alle identifizieren können. Etwas, das fraglos und eindeutig amerikanisch ist. Ich beziehe mich natürlich auf unsere großartige landesweite Lieblingsbeschäftigung, Baseball. Zumindest hatte dieser Sport einmal diesen Status. Ganz recht, Amerika. Bevor der Atomkrieg uns verwüstet hat, hatte jeder Bundesstaat sein eigenes Profi-Baseball-Team. Stellen Sie sich einen perfekten, wolkenlosen Tag vor. Die Sonne ist warm und einladend. Und am Horizont erscheinen Sie wie Ritter aus alten Zeiten, bewaffnet mit Schlagstöcken aus Asche und Hickory-Holz. Ihren Namen? Die Kongressabgeordneten der Hauptstadt. Ihr Zweck? Es Amerika zu ermöglichen, die Freude des Sports und des Sonnenscheins zu genießen. Und wenn auch nur für einen Nachmittag. Und jetzt fragen Sie sich, was, wenn die Kongressabgeordneten der Hauptstadt wieder am Leben wären? Was, wenn sie sich wieder mit Baseballteams aus Pennsylvania oder Maryland messen könnten? Legen Sie Ihr Glück in die Hände John Henry Edens, großartiger Amerikaner, und der Baseball wird auferstehen. Komfort, Entspannung, Wettbewerb, all das werden wir wieder erleben. Dieses Land wird wieder leben. Denken Sie daran, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet ständig daran, dieses Land wieder zum Ruhm zu führen. Es braucht nur Geduld und etwas Glück. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten, John Henry Eden, direkt in Ihr Herz. Beißen Sie nie in den Köder des Vergnügens, wenn Sie nicht wissen, ob sich darunter ein Haken befindet. Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika, Präsident Ihres Herzens. Hallo, großartiges Amerika!
Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Es ist an der Zeit, etwas recht Wichtiges zu erörtern. Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist, wie ich in dieses erhabene Amt gewählt wurde. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde? Darauf muss ich antworten. Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelheiten der Wahl erörtern. Sie werden das verstehen. Aber ich bin Ihr Präsident, weil die richtigen Leute entschieden haben, dass ich es sein soll. Ich bin Ihr rechtmäßig gewählter Vertreter. Wenn die Zeit gekommen und meine Amtszeit vorbei ist, kann Amerika natürlich einen neuen Präsidenten wählen. Und dieser Mensch wird unser ganzes Vertrauen erhalten und unsere gemeinsamen Werte vorwärts in die Zukunft tragen. Demokratie, liebe Amerikaner, Demokratie. Jetzt und für alle Zeit. Denken Sie daran, liebe Amerikaner, die Enklave arbeitet ständig daran, dieses Land wieder zum Ruhm zu führen. Es braucht nur Geduld und etwas Glück. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich bin Präsident John Henry Eden und Sie hören Radio Enklave, die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und nicht nur im Radio. In diesem Moment patrouillieren Enklaventruppen durch das Ödland der Hauptstadt. Diese guten Männer und Frauen unter dem Befehl des tüchtigen Colonel Augustus Autumn haben eine Mission: Amerika Frieden und Ordnung wiederzubringen. Aber hören wir, was er selbst zu sagen hat. Ich präsentiere allen Amerikanern Colonel Augustus Autumn. Danke, Mr. President. Menschen des Ödlands der Hauptstadt, ich bin Colonel Autumn. Mittlerweile sind Sie in Ihren Städten und Siedlungen den Enklaventruppen begegnet. Wenn Sie die Enklave sehen, sehen Sie die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir wurden autorisiert, Gesetz und Ordnung wiederherzustellen, egal wie. Stehen Sie nicht im Weg und lassen Sie unsere Arbeit tun. Wenn Sie sich der Mission der Enklave entgegenstellen, wird man kurzen Prozess machen. Sehr gut, Colonel, sehr gut.
Da sehen Sie es, liebe Bürger. Die Enklaventruppen sind jetzt bei Ihnen. In Ihrem Leben, in Ihrem Herzen. Zusammen werden wir den Ruhm dieser großartigen Nation wiederherstellen. Nach und nach. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören. Hallo Amerika, hier spricht John Henry Eden, Ihr Präsident. Es gibt Dinge, über die wir miteinander sprechen sollten. Sind Sie durstig oder nicht? Nicht nach Wissen oder Macht, nein, nicht metaphorisch gesprochen. Sie sind durstig nach sauberem, frischem Wasser. Wasser ist der Grundbaustein des Lebens. Aber hier im Ödland der Hauptstadt, ja im ganzen Land, ist das Wasser verunreinigt, verstrahlt, tödlich. Vielleicht haben Sie einen Behelfsaufbereiter für ein Glas Wasser pro Tag. Oder Sie nuckeln in einer verlassenen U-Bahn-Toilette an einem Wasserhahn. Aber das ist doch kein Leben, nicht wahr? Die Amerikaner existieren nur noch und schieben den Tod Tag für Tag hinaus. Ich sage Ihnen hier und jetzt, dass diese Tage gezählt sind. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und wir haben sauberes Wasser mitgebracht. Seit Jahren arbeiten Wissenschaftler der Enklave hart am ambitioniertesten Wissenschaftsprojekt der Welt, am Projekt Purity. Stellen Sie sich vor, Millionen, Millionen Liter Wasser, frisch, sauber und ohne Keime, innerhalb weniger Minuten und alles für Sie. Nur etwas mehr Zeit, mehr brauchen wir nicht, bis der Aufbereiter langfristig einsetzbar ist. Und dann wird unser Durst wahrlich gelöscht werden. Also feiern Sie! Singen Sie! Amerika ist wieder da! Amerika ist wunderschön! Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika, Präsident Ihres Herzens.
geliebtes Amerika, hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen, die unsere Hoffnung auf Frieden, Ordnung und Sicherheit zerschlagen wollen? Diesen Radikalen sind Sie völlig egal. Diese Leute kümmert Amerika nicht. Sie interessieren sich nur dafür, sich selbst die Taschen zu füllen. Wir müssen mit diesen Hetzern abrechnen. Und dann sind da die Raiders. Diese anarchistischen Schläger durchstreifen die Wüste und stehlen und ermorden alles, was ihnen über den Weg läuft. Und dann diese stählernde Bruderschaft. Lassen Sie sich nicht von Ihrem pseudo-ritterlichen Unsinn oder den Verbindungen zur Armee zum Narren halten. Diese gepanzerten Pfadfinder sind lediglich gemeine Kriminelle mit Zugang zu antiquierter Technologie. Kriminelle, die die Verwegenheit hatten, das Pentagon, die wichtigste Militäreinrichtung des Landes, als persönliches Vereinsheim zu beanspruchen. Nicht zu vergessen, die Leute, die die stählerne Bruderschaft verlassen haben, gebrandmarkte Ausgestoßene. Sie sind im Exil sogar noch gefährlicher. Was ist mit den Sklavenhändlern von Paradise Falls? Den furchteinflößend verstrahlten Ghulen von Underworld? Und schließlich mit den schrecklich entstellten Supermutanten, die die gesamte Innenstadt von DC überrannt haben? Gesetzlosigkeit, Schrecken, Mord, sie sind allgegenwärtig. Dessen bin ich mir bewusst. Aber nicht mehr lange, geliebtes Amerika. Nicht mehr lange. Die Enklave wird in dieser großartigen Nation Frieden, Ordnung und Wohlstand wiederherstellen. Und wer gegen uns ist, wird entfernt. Für immer. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich bin Präsident John Henry Eden und Sie hören Radio Enklave, die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Das Benehmen der Frauen ist das sicherste Kriterium, um zu bestimmen, ob eine republikanische Regierung in einer Nation sinnvoll ist oder nicht.
Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika, Präsident Ihres Herzens. Hallo, großartiges Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. In letzter Zeit denke ich über etwas nach, mit dem wir uns alle identifizieren können. Etwas, das fraglos und eindeutig amerikanisch ist. Ich beziehe mich natürlich auf unsere großartige landesweite Lieblingsbeschäftigung, Baseball. Zumindest hatte dieser Sport einmal diesen Status. Ganz recht, Amerika. Bevor der Atomkrieg uns verwüstet hat, hatte jeder Bundesstaat sein eigenes Profi-Baseball-Team. Stellen Sie sich einen perfekten, wolkenlosen Tag vor. Die Sonne ist warm und einladend. Und am Horizont erscheinen Sie wie Ritter aus alten Zeiten, bewaffnet mit Schlagstöcken aus Asche und Hickory-Holz. Ihren Namen? Die Kongressabgeordneten der Hauptstadt. Ihr Zweck? Es Amerika zu ermöglichen, die Freude des Sports und des Sonnenscheins zu genießen. Und wenn auch nur für einen Nachmittag. Und jetzt fragen Sie sich, was, wenn die Kongressabgeordneten der Hauptstadt wieder am Leben wären? Was, wenn sie sich wieder mit Baseballteams aus Pennsylvania oder Maryland messen könnten? Legen Sie Ihr Glück in die Hände John Henry Edens, großartiger Amerikaner, und der Baseball wird auferstehen. Komfort, Entspannung, Wettbewerb, all das werden wir wieder erleben. Dieses Land wird wieder leben. Doch jetzt, geliebtes Amerika, muss ich lebewohl sagen, denn es gibt viel Arbeit zu tun und die Enklave ruht sich nie aus. Niemals. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich bin Präsident John Henry Eden. Und Sie hören Radio Enklave, die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und es ist an der Zeit zu reden. Es ist an der Zeit, etwas recht Wichtiges zu erörtern. Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist, wie ich in dieses erhabene Amt gewählt wurde. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde? Darauf muss ich antworten. Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelheiten der Wahl erörtern. Sie werden das verstehen. Aber ich bin Ihr Präsident, weil die richtigen Leute entschieden haben, dass ich es sein soll. Ich bin Ihr rechtmäßig gewählter Vertreter. Wenn die Zeit gekommen und meine Amtszeit vorbei ist, kann Amerika natürlich einen neuen Präsidenten wählen. Und dieser Mensch wird unser ganzes Vertrauen erhalten und unsere gemeinsamen Werte vorwärts in die Zukunft tragen. Demokratie, liebe Amerikaner, Demokratie. Jetzt und für alle Zeit. Denken Sie darüber nach, was ich Ihnen gesagt habe, liebe Hörer. Schon bald wird diese großartige Nation wiedergeboren, mit der Enklave als Erlöser. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören.
Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Das Böse kann durch seine Unterdrückung verderblicher sein als durch seine Toleranz. Dies ist Radio Enklave mit Ihrem Gastgeber, mit mir, Präsident John Henry Eden. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und wenn Sie einen Moment Zeit für mich haben, sollten wir miteinander reden. Sprechen wir doch einmal über unsere Regierung. Oder genauer gesagt über Ihre Regierung, liebes Amerika, die Enklave. Aber wer ist die Enklave? Das ist sehr einfach. Sie, liebe Amerikaner, sind die Enklave, Ihre Schwestern, Tanten, Freunde und Nachbarn. Und ja, ich bin damit auch die Enklave. Als Ihr Präsident habe ich die Verantwortung, über unsere großartige Demokratie zu wachen. Als Ihr Präsident bin ich die Stimme, das Herz und die Seele der Enklave. Und damit bin ich auch die Stimme, das Herz und die Seele Amerikas. Aber nur gemeinsam können wir das Potenzial entfalten und wieder zu dem werden, was wir vor dem Krieg waren. Eine Gemeinschaft, wunderbar und mächtig. Eine Enklave. Ein Amerika. Jetzt und für alle Zeit. Denken Sie darüber nach, was ich Ihnen gesagt habe, liebe Hörer. Schon bald wird diese großartige Nation wiedergeboren, mit der Enklave als Erlöser. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Glück liegt in der Freude an unseren Leistungen und kreativen Bemühungen. Hallo Amerika, hier spricht John Henry Eden, Ihr Präsident. Es gibt Dinge, über die wir miteinander sprechen sollten. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen, die unsere Hoffnung auf Frieden, Ordnung und Sicherheit zerschlagen wollen? Diesen Radikalen sind Sie völlig egal. Diese Leute kümmert Amerika nicht. Sie interessieren sich nur dafür, sich selbst die Taschen zu füllen. Wir müssen mit diesen Hetzern abrechnen. Und dann sind da die Raiders. Diese anarchistischen Schläger durchstreifen die Wüste und stehlen und ermorden alles, was ihnen über den Weg läuft. Und dann diese stählernde Bruderschaft. Lassen Sie sich nicht von Ihrem pseudo-ritterlichen Unsinn oder den Verbindungen zur Armee zum Narren halten. Diese gepanzerten Pfadfinder sind lediglich gemeine Kriminelle mit Zugang zu antiquierter Technologie. Kriminelle, die die Verwegenheit hatten, das Pentagon, die wichtigste Militäreinrichtung des Landes, als persönliches Vereinsheim zu beanspruchen. Nicht zu vergessen, die Leute, die die stählerne Bruderschaft verlassen haben, gebrandmarkte Ausgestoßene. Sie sind im Exil sogar noch gefährlicher. Was ist mit den Sklavenhändlern von Paradise Falls? Den furchteinflößend verstrahlten Ghulen von Underworld? Und schließlich mit den schrecklich entstellten Supermutanten, die die gesamte Innenstadt von DC überrannt haben? Gesetzlosigkeit, Schrecken, Mord. Sie sind allgegenwärtig. Dessen bin ich mir bewusst. Aber nicht mehr lange, geliebtes Amerika. Nicht mehr lange.
Die Enklave wird in dieser großartigen Nation Frieden, Ordnung und Wohlstand wiederherstellen. Und wer gegen uns ist, wird entfernt. Für immer. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war Ihr Präsident John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich bin Präsident John Henry Eden. Und Sie hören Radio Enklave, die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Das Volk unter unserem System wird, wie der König in einer Monarchie, niemals sterben. Hier spricht Präsident Eden. Und Sie hören Radio Enklave, die Stimme Amerikas.
Dies ist Radio Enklave mit Ihrem Gastgeber, mit mir, Präsident John Henry Eden. Hallo, großartiges Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Sind Sie durstig oder nicht? Nicht nach Wissen oder Macht, nein, nicht metaphorisch gesprochen. Sie sind durstig nach sauberem, frischem Wasser. Wasser ist der Grundbaustein des Lebens. Aber hier im Ödland der Hauptstadt, ja im ganzen Land, ist das Wasser verunreinigt, verstrahlt, tödlich. Vielleicht haben Sie einen Behelfsaufbereiter für ein Glas Wasser pro Tag. Oder Sie nuckeln in einer verlassenen U-Bahn-Toilette an einem Wasserhahn. Aber das ist doch kein Leben, nicht wahr? Die Amerikaner existieren nur noch und schieben den Tod Tag für Tag hinaus. Ich sage Ihnen hier und jetzt, dass diese Tage gezählt sind. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und wir haben sauberes Wasser mitgebracht. Seit Jahren arbeiten Wissenschaftler der Enklave hart am ambitioniertesten Wissenschaftsprojekt der Welt, am Projekt Purity. Stellen Sie sich vor, Millionen, Millionen Liter Wasser, frisch, sauber und ohne Keime, innerhalb weniger Minuten und alles für Sie. Nur etwas mehr Zeit, mehr brauchen wir nicht, bis der Aufbereiter langfristig einsetzbar ist. Und dann wird unser Durst wahrlich gelöscht werden. Also feiern Sie! Singen Sie! Amerika ist wieder da! Amerika ist wunderschön! Ich bin Präsident John Henry Eden und Sie hören Radio Enklave, die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Wir können uns alles leisten, was wir brauchen, aber wir können uns nicht alles leisten, was wir wollen.
geliebtes Amerika, hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. In letzter Zeit denke ich über etwas nach, mit dem wir uns alle identifizieren können. Etwas, das fraglos und eindeutig amerikanisch ist. Ich beziehe mich natürlich auf unsere großartige landesweite Lieblingsbeschäftigung, Baseball. Zumindest hatte dieser Sport einmal diesen Status. Ganz recht, Amerika. Bevor der Atomkrieg uns verwüstet hat, hatte jeder Bundesstaat sein eigenes Profi-Baseball-Team. Stellen Sie sich einen perfekten, wolkenlosen Tag vor. Die Sonne ist warm und einladend. Und am Horizont erscheinen Sie wie Ritter aus alten Zeiten, bewaffnet mit Schlagstöcken aus Asche und Hickory-Holz. Ihren Namen? Die Kongressabgeordneten der Hauptstadt. Ihr Zweck? Es Amerika zu ermöglichen, die Freude des Sports und des Sonnenscheins zu genießen. Und wenn auch nur für einen Nachmittag. Und jetzt fragen Sie sich, was, wenn die Kongressabgeordneten der Hauptstadt wieder am Leben wären? Was, wenn sie sich wieder mit Baseballteams aus Pennsylvania oder Maryland messen könnten? Legen Sie Ihr Glück in die Hände John Henry Edens, großartiger Amerikaner, und der Baseball wird auferstehen. Komfort, Entspannung, Wettbewerb, all das werden wir wieder erleben. Dieses Land wird wieder leben. Jetzt heißt es Abschied nehmen, aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich grüße mein geliebtes Amerika. Hier spricht Ihr Präsident, John Henry Eden. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Es ist an der Zeit, etwas recht Wichtiges zu erörtern. Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist, wie ich in dieses erhabene Amt gewählt wurde. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde. Darauf muss ich antworten. Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelheiten der Wahl erörtern. Sie werden das verstehen. Aber ich bin Ihr Präsident, weil die richtigen Leute entschieden haben, dass ich es sein soll. Ich bin Ihr rechtmäßig gewählter Vertreter. Wenn die Zeit gekommen und meine Amtszeit vorbei ist, kann Amerika natürlich einen neuen Präsidenten wählen. Und dieser Mensch wird unser ganzes Vertrauen erhalten und unsere gemeinsamen Werte vorwärts in die Zukunft tragen. Demokratie, liebe Amerikaner, Demokratie. Jetzt und für alle Zeit. Jetzt heißt es Abschied nehmen, aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören.
Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika, Präsident Ihres Herzens. Hier spricht Präsident Eden und Sie hören Radio Enklave, die Stimme Amerikas. Thank you.
Dies ist Radio Enklave mit Ihrem Gastgeber, mit mir, Präsident John Henry Eden. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und nicht nur im Radio. In diesem Moment patrouillieren Enklaventruppen durch das Ödland der Hauptstadt. Diese guten Männer und Frauen unter dem Befehl des tüchtigen Colonel Augustus Autumn haben eine Mission, Amerika Frieden und Ordnung wiederzubringen. Aber hören wir, was er selbst zu sagen hat. Ich präsentiere allen Amerikanern Colonel Augustus Autumn. Danke, Mr. President. Menschen des Ödlands der Hauptstadt, ich bin Colonel Autumn. Mittlerweile sind Sie in Ihren Städten und Siedlungen den Enklaventruppen begegnet. Wenn Sie die Enklave sehen, sehen Sie die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir wurden autorisiert, Gesetz und Ordnung wiederherzustellen, egal wie. Stehen Sie nicht im Weg und lassen Sie unsere Arbeit tun. Wenn Sie sich der Mission der Enklave entgegenstellen, wird man kurzen Prozess machen. Sehr gut, Colonel, sehr gut. Da sehen Sie es, liebe Bürger. Die Enklaventruppen sind jetzt bei Ihnen. In Ihrem Leben, in Ihrem Herzen. Zusammen werden wir den Ruhm dieser großartigen Nation wiederherstellen. Nach und nach. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören. Hallo, großartiges Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden.
Sind Sie durstig oder nicht? Nicht nach Wissen oder Macht, nein, nicht metaphorisch gesprochen. Sie sind durstig nach sauberem, frischen Wasser. Wasser ist der Grundbaustein des Lebens. Aber hier im Ödland der Hauptstadt, ja im ganzen Land, ist das Wasser verunreinigt, verstrahlt, tödlich. Vielleicht haben Sie einen Behelfsaufbereiter für ein Glas Wasser pro Tag. Oder Sie nuckeln in einer verlassenen U-Bahn-Toilette an einem Wasserhahn. Aber das ist doch kein Leben, nicht wahr? Die Amerikaner existieren nur noch und schieben den Tod Tag für Tag hinaus. Ich sage Ihnen hier und jetzt, dass diese Tage gezählt sind. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und wir haben sauberes Wasser mitgebracht. Seit Jahren arbeiten Wissenschaftler der Enklave hart am ambitioniertesten Wissenschaftsprojekt der Welt. Am Projekt Purity. Stellen Sie sich vor, Millionen, Millionen Liter Wasser, frisch, sauber und ohne Keime, innerhalb weniger Minuten und alles für Sie. Nur etwas mehr Zeit, mehr brauchen wir nicht, bis der Aufbereiter langfristig einsetzbar ist. Und dann wird unser Durst wahrlich gelöscht werden. Also feiern Sie, singen Sie, Amerika ist wieder da. Amerika ist wunderschön. Hallo, großartiges Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Wir leben in einer Zeit der Armut, Gier, Gewalt, Zerstörung. Ja, der Sitz der Bundesregierung, Washington D.C., wurde zu etwas heruntergewirtschaftet, was heute Ödland der Hauptstadt genannt wird. Das Ödland der Hauptstadt. Wie konnte es dazu kommen, Amerika? Wie konnten es deine Anführer zulassen, dass die mächtigste Nation der Erde stirbt? Die Antwort ist recht einfach. Inkompetenz. Inkompetenz in den obersten Rängen der Macht. Wir haben Trotteln unser Vertrauen geschenkt. Unsere starken Führer hatten alles, was sie wollten. Macht, Reichtum, Ansehen. Das machte sie faul. Und Faulheit führt zu Dummheit,
liebe Amerikaner, ich werde sicher nicht die Fehler meiner Vorgänger begehen. Wenn John Henry Eden ein Land aufbaut, baut er es dauerhaft auf amerikanische Art. Hat mein geliebtes Amerika das denn nicht verdient? Eine Zukunft ohne Krieg, Angst und schreckliche Unsicherheit? Natürlich hat Amerika das verdient. Als Präsident versichere ich Ihnen, ich werde nicht ruhen, bis auch alle das haben, was sie verdienen. Einen Ort, den man wirklich als Heimat bezeichnen kann. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika, Präsident Ihres Herzens. Ich grüße mein geliebtes Amerika. Hier spricht Ihr Präsident, John Henry Eden. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Als ich ein Kind war, das im ländlichen Kentucky aufwuchs, hatte ich den besten Freund, den ein Junge haben kann, meinen lieben alten Hund Honey. Ach, all unsere Abenteuer. Wir reisten von Knob Creek bis Ochsenville, sorgenfrei und mutig, verantwortungslos und unzertrennlich. Für mich als kleinen Jungen war die Welt damals perfekt. Ich frage nun Sie, auf wie viele Ihrer Kinder trifft das Gleiche zu? Wie viele Jugendliche dieser Nation sind wirklich glücklich und sorgenfrei? Wir kennen doch alle die Antwort, oder? Amerikas Kinder führen ein schreckliches, bedeutungsloses Leben. Es gibt keine Hoffnung, keine Fröhlichkeit. Doch das wird sich ändern. Genau hier, genau jetzt. Ab sofort haben die Kinder dieser großartigen Nation die höchste Priorität. Die Enklave wird alle Schulen wieder aufbauen, alle Jugendprogramme fortführen und Rat sowie finanzielle Hilfen für bedürftige Familien anbieten. Wir werden den mittellosen, verwaisten Kindern des Ödlands der Hauptstadt qualifizierte Erwachsene zur Seite stellen. Wir werden die amerikanische Familie so wieder aufbauen, wie sie war, wie sie sein sollte. Die Werte unserer Vergangenheit sollen das Fundament unserer Zukunft sein. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören.
Hallo Amerika, hier spricht John Henry Eden, Ihr Präsident. Es gibt Dinge, über die wir miteinander sprechen sollten. In letzter Zeit denke ich über etwas nach, mit dem wir uns alle identifizieren können. Etwas, das fraglos und eindeutig amerikanisch ist. Ich beziehe mich natürlich auf unsere großartige landesweite Lieblingsbeschäftigung, Baseball. Zumindest hatte dieser Sport einmal diesen Status. Ganz recht, Amerika. Bevor der Atomkrieg uns verwüstet hat, hatte jeder Bundesstaat sein eigenes Profi-Baseball-Team. Stellen Sie sich einen perfekten, wolkenlosen Tag vor. Die Sonne ist warm und einladend. Und am Horizont erscheinen Sie wie Ritter aus alten Zeiten, bewaffnet mit Schlagstöcken aus Asche und Hickory-Holz. Ihren Namen? Die Kongressabgeordneten der Hauptstadt. Ihr Zweck? Es Amerika zu ermöglichen, die Freude des Sports und des Sonnenscheins zu genießen. Und wenn auch nur für einen Nachmittag. Und jetzt fragen Sie sich, was, wenn die Kongressabgeordneten der Hauptstadt wieder am Leben wären? Was, wenn sie sich wieder mit Baseballteams aus Pennsylvania oder Maryland messen könnten? Legen Sie Ihr Glück in die Hände John Henry Edens, großartiger Amerikaner, und der Baseball wird auferstehen. Komfort, Entspannung, Wettbewerb, all das werden wir wieder erleben. Dieses Land wird wieder leben. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war Ihr Präsident John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Dies ist Radio Enklave mit Ihrem Gastgeber, mit mir, Präsident John Henry Eden. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Thank you.
Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika, Präsident Ihres Herzens. Hier spricht Präsident Eden und Sie hören Radio Enklave, die Stimme Amerikas. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden und wenn Sie einen Moment Zeit für mich haben, sollten wir miteinander reden. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und nicht nur im Radio. In diesem Moment patrouillieren Enklaventruppen durch das Ödland der Hauptstadt. Diese guten Männer und Frauen unter dem Befehl des tüchtigen Colonel Augustus Autumn haben eine Mission, Amerika Frieden und Ordnung wiederzubringen. Aber hören wir, was er selbst zu sagen hat. Ich präsentiere allen Amerikanern Colonel Augustus Autumn. Danke, Mr. President. Menschen des Ödlands der Hauptstadt, ich bin Colonel Autumn. Mittlerweile sind sie in ihren Städten und Siedlungen den Enklaventruppen begegnet. Wenn sie die Enklave sehen, sehen sie die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir wurden autorisiert, Gesetz und Ordnung wiederherzustellen, egal wie. Stehen sie nicht im Weg und lassen sie unsere Arbeit tun. Wenn sie sich der Mission der Enklave entgegenstellen, wird man kurzen Prozess machen. Sehr gut, Colonel, sehr gut. Da sehen Sie es, liebe Bürger. Die Enklaventruppen sind jetzt bei Ihnen. In Ihrem Leben, in Ihrem Herzen. Zusammen werden wir den Ruhm dieser großartigen Nation wiederherstellen. Nach und nach. Doch jetzt, geliebtes Amerika, muss ich lebewohl sagen. Denn es gibt viel Arbeit zu tun. Und die Enklave ruht sich nie aus. Niemals. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Handel mit allen Nationen, doch ohne Bündnisse. Das sollte unser Motto sein. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und es ist an der Zeit zu reden. Es ist an der Zeit, etwas recht Wichtiges zu erörtern. Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist, wie ich in dieses erhabene Amt gewählt wurde. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde? Darauf muss ich antworten. Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika.
Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelheiten der Wahl erörtern. Sie werden das verstehen. Aber ich bin Ihr Präsident, weil die richtigen Leute entschieden haben, dass ich es sein soll. Ich bin Ihr rechtmäßig gewählter Vertreter. Wenn die Zeit gekommen und meine Amtszeit vorbei ist, kann Amerika natürlich einen neuen Präsidenten wählen. Und dieser Mensch wird unser ganzes Vertrauen erhalten und unsere gemeinsamen Werte vorwärts in die Zukunft tragen. Demokratie, liebe Amerikaner, Demokratie. Jetzt und für alle Zeit. Jetzt heißt es Abschied nehmen, aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Das Benehmen der Frauen ist das sicherste Kriterium, um zu bestimmen, ob eine republikanische Regierung in einer Nation sinnvoll ist oder nicht. Ich bin Präsident John Henry Eden und Sie hören Radio Enklave, die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika, Präsident Ihres Herzens. Musik.
Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und wenn Sie einen Moment Zeit für mich haben, sollten wir miteinander reden. Wir leben in einer Zeit der Armut, Gier, Gewalt, Zerstörung. Ja, der Sitz der Bundesregierung, Washington D.C., wurde zu etwas heruntergewirtschaftet, was heute Ödland der Hauptstadt genannt wird. Das Ödland der Hauptstadt. Wie konnte es dazu kommen, Amerika? Wie konnten es deine Anführer zulassen, dass die mächtigste Nation der Erde stirbt? Die Antwort ist recht einfach. Inkompetenz. Inkompetenz in den obersten Rängen der Macht. Wir haben Trotteln unser Vertrauen geschenkt. Unsere starken Führer hatten alles, was sie wollten. Macht, Reichtum, Ansehen. Das machte sie faul. Und Faulheit führt zu Dummheit, liebe Amerikaner. Ich werde sicher nicht die Fehler meiner Vorgänger begehen. Wenn John Henry Eden ein Land aufbaut, baut er es dauerhaft auf amerikanische Art. Hat mein geliebtes Amerika das denn nicht verdient? Eine Zukunft ohne Krieg, Angst und schreckliche Unsicherheit? Natürlich hat Amerika das verdient. Als Präsident versichere ich Ihnen, ich werde nicht ruhen, bis auch alle das haben, was sie verdienen. Einen Ort, den man wirklich als Heimat bezeichnen kann. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war Ihr Präsident John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Diese Generation von Amerikanern hat ein Rendezvous mit dem Schicksal.
Hallo, wunderschönes Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen, die unsere Hoffnung auf Frieden, Ordnung und Sicherheit zerschlagen wollen? Diesen Radikalen sind Sie völlig egal. Diese Leute kümmert Amerika nicht. Sie interessieren sich nur dafür, sich selbst die Taschen zu füllen. Wir müssen mit diesen Hetzern abrechnen. Und dann sind da die Raiders. Diese anarchistischen Schläger durchstreifen die Wüste und stehlen und ermorden alles, was ihnen über den Weg läuft. Und dann diese stählernde Bruderschaft. Lassen Sie sich nicht von Ihrem pseudo-ritterlichen Unsinn oder den Verbindungen zur Armee zum Narren halten. Diese gepanzerten Pfadfinder sind lediglich gemeine Kriminelle mit Zugang zu antiquierter Technologie. Kriminelle, die die Verwegenheit hatten, das Pentagon, die wichtigste Militäreinrichtung des Landes, als persönliches Vereinsheim zu beanspruchen. Nicht zu vergessen, die Leute, die die stählerne Bruderschaft verlassen haben, gebrandmarkte Ausgestoßene. Sie sind im Exil sogar noch gefährlicher. Was ist mit den Sklavenhändlern von Paradise Falls? Den furchteinflößend verstrahlten Ghulen von Underworld? Und schließlich mit den schrecklich entstellten Supermutanten, die die gesamte Innenstadt von DC überrannt haben? Gesetzlosigkeit, Schrecken, Mord, sie sind allgegenwärtig. Dessen bin ich mir bewusst. Aber nicht mehr lange, geliebtes Amerika. Nicht mehr lange. Die Enklave wird in dieser großartigen Nation Frieden, Ordnung und Wohlstand wiederherstellen. Und wer gegen uns ist, wird entfernt. Für immer. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner. Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Das Volk unter unserem System wird, wie der König in einer Monarchie, niemals sterben. Geliebtes Amerika, hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Sprechen wir doch einmal über unsere Regierung. Oder genauer gesagt über Ihre Regierung, liebes Amerika, die Enklave. Aber wer ist die Enklave? Das ist sehr einfach. Sie, liebe Amerikaner, sind die Enklave, Ihre Schwestern, Tanten, Freunde und Nachbarn. Und ja, ich bin damit auch die Enklave. Als Ihr Präsident habe ich die Verantwortung, über unsere großartige Demokratie zu wachen. Als Ihr Präsident bin ich die Stimme, das Herz und die Seele der Enklave. Und damit bin ich auch die Stimme, das Herz und die Seele Amerikas.
Aber nur gemeinsam können wir das Potenzial entfalten und wieder zu dem werden, was wir vor dem Krieg waren. Eine Gemeinschaft, wunderbar und mächtig. Eine Enklave. Ein Amerika. Jetzt und für alle Zeit. Jetzt heißt es Abschied nehmen, aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Mut und Beharrlichkeit sind wie ein Zauberamulett, vor dem Probleme verschwinden und sich Hindernisse in Luft auflösen. Ich grüße mein geliebtes Amerika. Hier spricht Ihr Präsident, John Henry Eden. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und nicht nur im Radio. In diesem Moment patrouillieren Enklaventruppen durch das Ödland der Hauptstadt. Diese guten Männer und Frauen unter dem Befehl des tüchtigen Colonel Augustus Autumn haben eine Mission, Amerika Frieden und Ordnung wiederzubringen. Aber hören wir, was er selbst zu sagen hat. Ich präsentiere allen Amerikanern Colonel Augustus Autumn. Danke, Mr. President. Menschen des Ödlands der Hauptstadt, ich bin Colonel Autumn. Mittlerweile sind Sie in Ihren Städten und Siedlungen den Enklaventruppen begegnet. Wenn Sie die Enklave sehen, sehen Sie die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir wurden autorisiert, Gesetz und Ordnung wiederherzustellen, egal wie. Stehen Sie nicht im Weg und lassen Sie unsere Arbeit tun. Wenn Sie sich der Mission der Enklave entgegenstellen, wird man kurzen Prozess machen. Sehr gut, Colonel, sehr gut. Da sehen Sie es, liebe Bürger. Die Enklaventruppen sind jetzt bei Ihnen. In Ihrem Leben, in Ihrem Herzen. Zusammen werden wir den Ruhm dieser großartigen Nation wiederherstellen. Nach und nach. Doch jetzt, geliebtes Amerika, muss ich lebewohl sagen. Denn es gibt viel Arbeit zu tun. Und die Enklave ruht sich nie aus. Niemals. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich bin Präsident John Henry Eden. Und Sie hören Radio Enklave.
die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Ein Feigling gerät schneller in einen Streit als ein Mann des Geistes. Dies ist Radio Enklave mit Ihrem Gastgeber, mit mir, Präsident John Henry Eden. Hier spricht Präsident Eden und Sie hören Radio Enklave, die Stimme Amerikas. Thank you.
Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika, Präsident Ihres Herzens.
Hallo Amerika, hier spricht John Henry Eden, Ihr Präsident. Es gibt Dinge, über die wir miteinander sprechen sollten. Als ich ein Kind war, das im ländlichen Kentucky aufwuchs, hatte ich den besten Freund, den ein Junge haben kann. Meinen lieben alten Hund, Honey. Ach, all unsere Abenteuer. Wir reisten von Knob Creek bis Ochsenville. Sorgenfrei und mutig, verantwortungslos und unzertrennlich. Für mich als kleinen Jungen war die Welt damals perfekt. Ich frage nun Sie, auf wie viele Ihrer Kinder trifft das Gleiche zu? Wie viele Jugendliche dieser Nation sind wirklich glücklich und sorgenfrei? Wir kennen doch alle die Antwort, oder? Amerikas Kinder führen ein schreckliches, bedeutungsloses Leben. Es gibt keine Hoffnung, keine Fröhlichkeit. Doch das wird sich ändern. Genau hier, genau jetzt. Ab sofort haben die Kinder dieser großartigen Nation die höchste Priorität. Die Enklave wird alle Schulen wieder aufbauen, alle Jugendprogramme fortführen und Rat sowie finanzielle Hilfen für bedürftige Familien anbieten. Wir werden den mittellosen, verwaisten Kindern des Ödlands der Hauptstadt qualifizierte Erwachsene zur Seite stellen. Wir werden die amerikanische Familie so wieder aufbauen, wie sie war, wie sie sein sollte. Die Werte unserer Vergangenheit sollen das Fundament unserer Zukunft sein. Denken Sie daran, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet ständig daran, dieses Land wieder zum Ruhm zu führen. Es braucht nur Geduld und etwas Glück. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich bin Präsident John Henry Eden. Und Sie hören Radio Enklave, die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Disziplin ist die Seele der Armee. Durch sie wird eine kleine Einheit zum Heer. Die Schwachen erzielen Erfolge, und alle erfahren Anerkennung. Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika, Präsident Ihres Herzens. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und wenn Sie einen Moment Zeit für mich haben, sollten wir miteinander reden. Sind Sie durstig oder nicht? Nicht nach Wissen oder Macht, nein, nicht metaphorisch gesprochen. Sie sind durstig nach sauberem, frischem Wasser. Wasser,
ist der Grundbaustein des Lebens. Aber hier im Ödland der Hauptstadt, ja im ganzen Land, ist das Wasser verunreinigt, verstrahlt, tödlich. Vielleicht haben Sie einen Behelfsaufbereiter für ein Glas Wasser pro Tag. Oder Sie nuckeln in einer verlassenen U-Bahn-Toilette an einem Wasserhahn. Aber das ist doch kein Leben, nicht wahr? Die Amerikaner existieren nur noch und schieben den Tod Tag für Tag hinaus. Ich sage Ihnen hier und jetzt, dass diese Tage gezählt sind. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und wir haben sauberes Wasser mitgebracht. Seit Jahren arbeiten Wissenschaftler der Enklave hart am ambitioniertesten Wissenschaftsprojekt der Welt. Am Projekt Purity. Stellen Sie sich vor, Millionen, Millionen Liter Wasser, frisch, sauber und ohne Keime, innerhalb weniger Minuten und alles für Sie. Nur etwas mehr Zeit, mehr brauchen wir nicht, bis der Aufbereiter langfristig einsetzbar ist. Und dann wird unser Durst wahrlich gelöscht werden. Also feiern Sie, singen Sie, Amerika ist wieder da. Amerika ist wunderschön. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Die Freiheit ist eine schnell wachsende Pflanze, wenn sie erst einmal Wurzeln geschlagen hat.
begrüße mein geliebtes Amerika. Hier spricht Ihr Präsident, John Henry Eden. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Es ist an der Zeit, etwas recht Wichtiges zu erörtern. Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist, wie ich in dieses erhabene Amt gewählt wurde. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde? Darauf muss ich antworten. Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelheiten der Wahl erörtern. Sie werden das verstehen. Aber ich bin Ihr Präsident, weil die richtigen Leute entschieden haben, dass ich es sein soll. Ich bin Ihr rechtmäßig gewählter Vertreter. Wenn die Zeit gekommen und meine Amtszeit vorbei ist, kann Amerika natürlich einen neuen Präsidenten wählen. Und dieser Mensch wird unser ganzes Vertrauen erhalten und unsere gemeinsamen Werte vorwärts in die Zukunft tragen. Demokratie, liebe Amerikaner, Demokratie. Jetzt und für alle Zeit. Denken Sie daran, liebe Amerikaner, die Enklave arbeitet ständig daran, dieses Land wieder zum Ruhm zu führen. Es braucht nur Geduld und etwas Glück. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden, direkt in Ihr Herz. Das Benehmen der Frauen ist das sicherste Kriterium, um zu bestimmen, ob eine republikanische Regierung in einer Nation sinnvoll ist oder nicht. Hallo, wunderschönes Amerika. Hier spricht Präsident Eden
und es ist an der Zeit zu reden. Wir leben in einer Zeit der Armut, Gier, Gewalt, Zerstörung. Ja, der Sitz der Bundesregierung, Washington D.C., wurde zu etwas heruntergewirtschaftet, was heute Ödland der Hauptstadt genannt wird. Das Ödland der Hauptstadt. Wie konnte es dazu kommen, Amerika? Wie konnten es deine Anführer zulassen, dass die mächtigste Nation der Erde stirbt? Die Antwort ist recht einfach. Inkompetenz. Inkompetenz in den obersten Rängen der Macht. Wir haben Trotteln unser Vertrauen geschenkt. Unsere starken Führer hatten alles, was sie wollten. Macht, Reichtum, Ansehen. Das machte sie faul. Und Faulheit führt zu Dummheit, liebe Amerikaner. Ich werde sicher nicht die Fehler meiner Vorgänger begehen. Wenn John Henry Eden ein Land aufbaut, baut er es dauerhaft auf amerikanische Art. Hat mein geliebtes Amerika das denn nicht verdient? Eine Zukunft ohne Krieg, Angst und schreckliche Unsicherheit? Natürlich hat Amerika das verdient. Als Präsident versichere ich Ihnen, ich werde nicht ruhen, bis auch alle das haben, was sie verdienen. Einen Ort, den man wirklich als Heimat bezeichnen kann. Jetzt heißt es Abschied nehmen, aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war Ihr Präsident John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Ich grüße mein geliebtes Amerika. Hier spricht Ihr Präsident, John Henry Eden. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Wussten Sie, dass unter uns Leute weilen, die unsere Hoffnung auf Frieden, Ordnung und Sicherheit zerschlagen wollen? Diesen Radikalen sind Sie völlig egal. Diese Leute kümmert Amerika nicht. Sie interessieren sich nur dafür, sich selbst die Taschen zu füllen. Wir müssen mit diesen Hetzern abrechnen. Und dann sind da die Raiders. Diese anarchistischen Schläger durchstreifen die Wüste und stehlen und ermorden alles, was ihnen über den Weg läuft. Und dann diese stählernde Bruderschaft. Lassen Sie sich nicht von Ihrem pseudo-ritterlichen Unsinn oder den Verbindungen zur Armee zum Narren halten. Diese gepanzerten Pfadfinder sind lediglich gemeine Kriminelle mit Zugang zu antiquierter Technologie. Kriminelle, die die Verwegenheit hatten, das Pentagon, die wichtigste Militäreinrichtung des Landes, als persönliches Vereinsheim zu beanspruchen. Nicht zu vergessen, die Leute, die die stählerne Bruderschaft verlassen haben, gebrandmarkte Ausgestoßene. Sie sind im Exil sogar noch gefährlicher. Was ist mit den Sklavenhändlern von Paradise Falls, den furchteinflößend verstrahlten Ghulen von Underworld? Und schließlich mit den schrecklich entstellten Supermutanten, die die gesamte Innenstadt von D.C. überrannt haben. Gesetzlosigkeit, Schrecken, Mord, sie sind allgegenwärtig. Dessen bin ich mir bewusst. Aber nicht mehr lange, geliebtes Amerika. Nicht mehr lange. Die Enklave wird in dieser großartigen Nation Frieden, Ordnung und Wohlstand wiederherstellen. Und wer gegen uns ist, wird entfernt. Für immer. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal.
Das war Präsident Eden. Danke fürs Zuhören. Ich bin Präsident John Henry Eden. Und Sie hören Radio Enklave, die Stimme der Wärme und Vernunft in dieser kalten, unvernünftigen Welt. Sie hören Radio Enklave. Ich bin John Henry Eden, Präsident der Enklave, Präsident von Amerika, Präsident Ihres Herzens. Hallo Amerika, hier spricht John Henry Eden, Ihr Präsident. Es gibt Dinge, über die wir miteinander sprechen sollten. Sprechen wir doch einmal über unsere Regierung. Oder genauer gesagt über Ihre Regierung, liebes Amerika, die Enklave. Aber wer ist die Enklave? Das ist sehr einfach. Sie, liebe Amerikaner, sind die Enklave. Ihre Schwestern, Tanten, Freunde und Nachbarn. Und ja, ich bin damit auch die Enklave. Als Ihr Präsident habe ich die Verantwortung, über unsere großartige Demokratie zu wachen. Als Ihr Präsident bin ich die Stimme, das Herz und die Seele der Enklave. Und damit bin ich auch die Stimme, das Herz und die Seele Amerikas. Aber nur gemeinsam können wir das Potenzial entfalten und wieder zu dem werden, was wir vor dem Krieg waren. Eine Gemeinschaft, wunderbar und mächtig. Eine Enklave. Ein Amerika. Jetzt und für alle Zeit. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen, liebe Amerikaner.
Selbst die Enklave braucht etwas Zeit, um diese großartige Nation wieder aufleben zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Das war Ihr Präsident, John Henry Eden. Danke fürs Zuhören. Hier spricht Präsident Eden. Und Sie hören Radio Enklave, die Stimme Amerikas. Thank you.
Hallo, wunderschönes Amerika. Hier spricht Präsident Eden und es ist an der Zeit zu reden. Sind Sie durstig oder nicht? Nicht nach Wissen oder Macht, nein, nicht metaphorisch gesprochen. Sie sind durstig nach sauberem, frischem Wasser. Wasser ist der Grundbaustein des Lebens. Aber hier im Ödland der Hauptstadt, ja im ganzen Land, ist das Wasser verunreinigt, verstrahlt, tödlich. Vielleicht haben Sie einen Behelfsaufbereiter für ein Glas Wasser pro Tag. Oder Sie nuckeln in einer verlassenen U-Bahn-Toilette an einem Wasserhahn. Aber das ist doch kein Leben, nicht wahr? Die Amerikaner existieren nur noch und schieben den Tod Tag für Tag hinaus. Ich sage Ihnen hier und jetzt, dass diese Tage gezählt sind. Die Enklave ist zurück, Amerika. Und wir haben sauberes Wasser mitgebracht. Seit Jahren arbeiten Wissenschaftler der Enklave hart am ambitioniertesten Wissenschaftsprojekt der Welt, am Projekt Purity. Stellen Sie sich vor, Millionen, Millionen Liter Wasser, frisch, sauber und ohne Keime, innerhalb weniger Minuten und alles für Sie. Nur etwas mehr Zeit, mehr brauchen wir nicht, bis der Aufbereiter langfristig einsetzbar ist. Und dann wird unser Durst wahrlich gelöscht werden. Also feiern Sie! Singen Sie! Amerika ist wieder da! Amerika ist wunderschön! Und jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden direkt in Ihr Herz. Ein Feigling gerät schneller in einen Streit als ein Mann des Geistes. Hallo, geliebtes Amerika. Hier spricht Präsident Eden. Und wenn Sie einen Moment Zeit für mich haben, sollten wir miteinander reden. Als ich ein Kind war, das im ländlichen Kentucky aufwuchs, hatte ich den besten Freund, den ein Junge haben kann. Meinen lieben alten Hund, Honey. Ach, all unsere Abenteuer. Wir reisten von Knob Creek bis Ochsenwill, sorgenfrei und mutig, verantwortungslos und unzertrennlich. Für mich als kleinen Jungen war die Welt damals perfekt. Ich frage nun Sie, auf wie viele Ihrer Kinder trifft das Gleiche zu? Wie viele Jugendliche dieser Nation sind wirklich glücklich und sorgenfrei? Wir kennen doch alle die Antwort, oder? Amerikas Kinder führen ein schreckliches, bedeutungsloses Leben. Es gibt keine Hoffnung, keine Fröhlichkeit. Doch das wird sich ändern. Genau hier, genau jetzt. Ab sofort haben die Kinder dieser großartigen Nation die höchste Priorität. Die Enklave wird alle Schulen wieder aufbauen, alle Jugendprogramme fortführen und Rat sowie finanzielle Hilfen für bedürftige Familien anbieten. Wir werden den mittellosen, verwaisten Kindern des Ödlands der Hauptstadt qualifizierte Erwachsene zur Seite stellen. Wir werden die amerikanische Familie so wieder aufbauen, wie sie war, wie sie sein sollte. Die Werte unserer Vergangenheit sollen das Fundament unserer Zukunft sein. Jetzt heißt es Abschied nehmen, aber seien Sie nicht traurig, liebe Amerikaner. Die Enklave arbeitet unermüdlich daran, diese Nation wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. Das war John Henry Eden. Danke fürs Zuhören.